10 Sekunden noch. Lässt sich schon ehrlich scheiße lenken, muss man sagen. Vor allem mittlerweile sehr zerbeult. Das Gefühl, das hapern sie am Handling. 5 Sekunden noch. So, ob überhaupt noch wer im Rennen, weiß ich nicht. Nicht, dass man das hier auch noch irgendwie unendlich lang fahren kann. Das wäre ja echt bitter, muss man sagen. Ah, schade, aber erster. Mal gespannt, was die anderen. 7339 Meter. Aber noch ist es nicht vorbei. Bleib am Ball. Mal gespannt. Nicht schlechtes Rennen, Dubai VIP, da haben wir uns ja wirklich was Schönes erhauen. Ja, wieder ein weiteres Ziel erfüllt. Auch nicht schlecht. Oh ja, das ist fast 100.000 Fans dafür. Aber das ist schon nicht schlecht, wenn wir das so mal sagen. Schon wieder ein Auto wählen. Beschleunigung, Leistung. Trifft ausgeglichen. Okay. Ich nehme jetzt mal den hier. Du hast Dubai VIP dazu gebracht, dich zu weiteren Events einzuladen. Und eine weitere tolle Nachricht. Haruna Kyojin will sehen, wie du dich in einem Drift-Event schlägst. Gut gemacht. Bei Drift-Events musst du dein Auto durch die Kurven... Schauen wir uns doch mal ein Drift-Event an, Leute. Für jeden Drift erhältst du Punkte basierend auf Geschwindigkeit, Winkel und Dauer. Bonuspunkte gibt es für Drifts dicht am Scheitelpunkt. Der Fahrer mit den meisten Punkten gewinnt. Haben wir ab und zu schon mit jedem Fahrzeug eigentlich versucht zu driften. Mal sehen, wie es jetzt auch in einem richtigen Drift-Event wird. Die Spannung steigt, Leute. Mal sehen, mal sehen. Kyojin beherrscht Asiens Driftszene seit Jahren. Das ist heute deine große Chance. Nutze sie. Mal sehen, wie es mit Handbremsendrifts klappt. Hierbei musst du das Auto in ein aggressives Übersteuern zwingen. Fahr die Kurve mit hohem Tempo an, geh vom Gas und lenk ein. Und zieh sofort die Handbremse, um in den Drift zu kommen. Jetzt musst du nur noch gefühlvoll Gas geben und gegensteuern, um sauber durch die... Das ist echt. Was ist ein Überdrift? Ne, das ist schon schlimm. Das gibt richtig Punkte. Mal jetzt mal können hier, das ist wirklich... Kollision. Ah, gedreht. Das ist echt, Leute, das ist... War's das schon, oder wie? Oh, erster, trotzdem. Also ich fand das war von einem anderen Stern. Nicht schön. Es gehört eine Menge dazu, gegen Haruna Kyojin zu gewinnen. Naja, das Driften von einem anderen Stern war, das sehe ich aber ganz anders. Driften ist geschmeidig um die Kurven. Wir steigen auf 1 Million Fans anscheinend. Das wäre nicht die Null gerade, die da noch vorne ist. Ah, ist das schön, diese 1.035.500 Fans zu haben. Ey, das ist schon... ein vielseitiger Fahrer und du bist zu weiteren Driftrennen eingeladen worden. Gut so, wirklich beeindruckend. 4 Challenges-Fahrzeuge können wir uns holen. Wollen wir uns nochmal ein Fahrzeug holen und dann widmen wir uns mal...
einem neuen Teil. So, jetzt können wir erstmal das nächste Driftfahrzeug uns sichern. Aber wir sind mal gespannt, was wir da machen müssen für, um uns das neue Driftfahrzeug zu sichern. Aber ich frag mich, das Driftfahrzeug war ausgeglichen. Komisch. Hier können selbst die besten Fahrer überrascht werden. Ich muss Zeit trotzdem fahren. Das wird mir als Driftfahrzeug ausgewählt, aber trotzdem Zeit fahren. Komisch. Nissan 370Z, ein bekannter Wagen. Optisch sieht er auch nicht wirklich verändert aus. So, da springen wir nochmal zurück. Das Bremslicht starrt ja einen hier förmlich an, haben wir das Gefühl. Wenn wir mal auf der Bremse treten. Nicht ausbrechen gleich hier. Das ist doch. Jetzt nicht, Baby. Alter. Ich würde sagen, dass uns gerade das Heck explodiert, ey. Schlimm, 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 ey. Was ist denn das für ein Auto? Kaum Traktion, finde ich. Das spielt Rutschen hier auf der Strecke, ey. Fährt relativ am Limit der Gänge. Jetzt quält sich hier am 5. hoch, ja, die Front schalten. Ey. Was ist denn ersten hier? Guck mal, die quält sich doch das Auto. Kaum auf Beschleunigung oder sowas. Halt runter, Junge. Da will man noch ein bisschen mehr Drehzahl haben. Da schaltet schon wieder und jetzt hier. Ach, das ging dort gar nicht. War ja ein Crash der aller mysteriösen Variante. Schon wieder. Aber dieses Auto wird nichts für mich, sage ich gleich. Viel zu wenig Traktion und die PS, weil nicht die Leistung ist. Es ist zu wünschen übrig, Bergabbeschleunigungen sind ja mal sehr hapelig, auch alleine die Drehzahl nicht wirklich nichts. Sind wir doch runtergedriftet. Überall Warnschilder nur 40 fahren, aufpassen, 40 fahren, Achtung. Enge Steilpassagen, aber wir haben es trotzdem natürlich uns gesichert. Wo ich es nicht unbedingt haben möchte. Und dieses Auto brauchen wir nicht, werden wir glaube ich auch nicht zum Einsatz nehmen. War kein besonderes, muss ich mal sagen. Fahrzeughersteller reißen sich darum, dass du in ihren Autos fährst und diese den Fans präsentierst. Wenn du schnell genug fährst, kannst du das Auto hinterher mit in deine Garage nehmen. Ah, wir brauchen das Auto denn. Zu wenig Leistung hier. Wenn, dann nehmen wir das hier schon. Ja, dicke fette Schlappen, dickes Bodykit. Das ist der Style der heutigen modernen Fahrzeuge. Oder der, naja, modernen Fahrzeuge, der Tuning-Szene hier. Achte in den Bergabpassagen auf die extremen Gefälle. Ihr könnt selbst so eine kleine Popeldriftkarre. Bau die Lücke weiter aus. Strecke sind wir ja eben gefahren. Das ist ja Vorteil unsererseits. Wenn sie noch gleich ist. Ja,
Ah, diese hässliche Kurve. Guck mal, die Karre liegt hier ein in den Kurven. Das ist exzellentes Fahren. Die Karre hat Leistung, Traktion. Sie liegt auf dem Asphalt, als gehört es ihm. Nee, das kann er wirklich nicht, Leute. Oh, und. Jawohl. Ja, gerade mal 30 Sekunden gefahren. Ja, 50. 50 Sekunden gefahren und schon erledigt. Kurz davor, sich uns anzuschließen. Gute Arbeit. Ach, guck mal die kleine Popelkarre da an, Junge. Sieht mein Rückspiegel in der ersten Kurve schon. Es ist ja Auspuff röhrt und wackelt sich tot und die Karre beschleunigt und zieht es einfach nur durch. Sie hat eine Traktion und ein kraftvolles Volumen. Ja, schaffen wir schon. Guckt euch das an hier, wieder gleiche Kurve oder was? Jawohl, nochmal schön um die Kurve, wie man den Drift sieht. Du hast wirklich Können und Klasse. Boah, 44 Sekunden. Ja, noch schneller wohl. Er ging ja nicht mal 2 Minuten das Event, Leute. Das ist ja echt schon grandios schnell absolviert hier. Gucken, das waren jetzt Fans, 135.000. Boah,